Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Und der, ja, war klar, er weiß wirklich was. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt, was gibt es denn? So, erstmal das hier. Ich bin euch sehr dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Danke. Und hier. Zeigt mal. Ah, also das ist Storbin zugestoßen. Tragisch. Aber ich hatte ihn gewarnt, dass er diese Leute in ihr Verderben führen würde. Leider ruht der Stein der Weisen manchmal auf dem Fundament des Todes. Ich werde seine Leute informieren. Hier, normalerweise bezahle ich Forscher für ihre Arbeit, wenn sie aus den Ruinen kommen. Aber sie brauchen es ja nicht mehr. Danke. Ja. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Lege das Amulett von Mara an. Noch nicht. Noch nicht. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein, die könnt ihr nicht betreten. Warum nicht? Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jarl jedermanns Sorgen hört. Bald werdet ihr die Toten wieder besuchen können. Ich könnte euch helfen, wenn ich wüsste, worum es geht. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Arkai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Was ist die Halle der Toten? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Na gut. Seid vorsichtig in der Halle. Wir wissen nicht... Ja, schon gut. Wir können nur auf uns aufpassen. Ihr geht jetzt besser. Findet heraus, was nicht in der Halle der Toten nach vor sich und Arkai wird über euch wachen. Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Ach Gott. Bitte nicht schon ich wieder glaube, so... Ihr gehört nicht hierher. Bitte nicht schon wieder ein Gott. Ich spüre den Hunger in euch. Ihr geht jetzt besser. Wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Nein, euch irgendwie nicht. Der Magen. Nein. Hallo? Was denn? Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Ihr geht jetzt besser. Ey. Ihr geht jetzt besser. Was ist los mit dir? Selbst die Toten brauchen Gesellschaft. Die bietet Arkai. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ihr geht jetzt besser. Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Ich glaube, Neugier. Ihr gehört nicht hierher. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles ihr geht gut. Jetzt besser. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Schuld? Wovon redet ihr? Hallo? Ich bin kein Kannibale. Was wollt ihr? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Ihr geht jetzt wo liegt dieser Ort? In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen.
Bis dahin sagt den Leuten von Markarth, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Ihr geht jetzt besser. Wow, wow, wow. Sie kann sich unsichtbar machen. Ihr geht jetzt. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Wir sind drin. Ah. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Amulett von Arkay, danke. Arkay schütze euch. Oh, Kannibalismus. Juhu. Das kann ja lustig werden. Sie kann sich unsichtbar machen, deswegen hat sie niemand gesehen. Okay. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo ist es? Ach da. Da war ich noch gar nicht. Juhu, dann gehen wir da hin. Okay. Schön, man findet immer wieder was Neues. Ach, hi. Hoppa. Oh, ein Drache. Erstmal müssen wir hier... Toll, jetzt müssen wir irgendwie einen Bogen hier drum gucken. Verdammt, nicht getroffen. Oha, das kann interessant werden. Zwei Drachen. Wartet. Ups. Versuch einen mit Willenbeugen zu treffen. Dann kann er den anderen angreifen. Nicht getroffen, oder? Grüße, Turi. Ha. Sollen wir gemeinsam fliegen? Au ja. Los geht's. Wo ist der andere? Bring uns zu deinem Kumpel und mach ihn kalt. Mein unser Pferd. Was machst du da? Ach, der hat das Pferd gelöscht. Ist ja geil. Wir kommen aber nicht zu dem anderen, oder? Sieht nicht so aus. Nee. Nee, schade. Na gut, ich würde mal sagen, lande und stirb, mein Freund. Ja, Turi. War gut. Ich werde umgehend landen. Okay. Hopp. Lassen wir den Drache Drache sein. Ach, hier ist auch noch so ein Stein. Hoppala.
Komm schon. Gut, so. Nee, warte mal, wir müssen noch höher. Toll. Wir müssen dahinter. Ach, hey. Ich hoffe, das klappt, was ich hier vorhab. So. Müssen wir hier hoch. Hopp. Danke. Au! Doch nicht uns, du Blödmann. Wo ist er? Da ist er. Bam! Du bleibst mal schön hier. Lass das sein. Ah, die Luft ist heute gut. Die heiße Decke. Ah, schön. Wie kommt der Drache an diese Sache ein? Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Kann ich... Habt ihr irgendwas zu sagen? Ist er dann wirklich tot? Sucht ihr nach Arbeit? Die Minen sind ganz in der Nähe. Ihr bringt mir Erz, ich gebe euch Münzen. Also gut. Jetzt es ist, ist wie in den uralten tot, Legenden. Wo kam Drachenblut. Er her? Das ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht Legenden. Mit eigenen Augen gesehen. Drachenblut. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Seid ihr der Häuptling? Ja. Ich verdiente mir diese Stellung, als ich meinen Vater im Duell tötete. Eines Tages werde ich einen Sohn haben, der mich herausfordert, wenn ich zu alt zum Anführen bin. Dann hat die Festung einen neuen Häuptling.
Doch bis dahin habe ich allein das Recht, Frauen und Kinder zu haben. Dadurch bleiben wir stark. Okay. Wie regenerieren die Orks sich selbst? Der Kodex des Malakat ist in den Festungen sowohl Tradition als auch Gesetz. Verletzt ihn und ihr müsst den Blutzoll bezahlen. Der Kodex ist nirgendwo niedergeschrieben. Er wohnt in jedem Ork. Und alle, die in den Festungen leben, befolgen ihn. Okay. Die Regeln sind für Fremdlinge denkbar einfach. Bestehlt oder greift jemanden in der Festung an und ihr bezahlt den Preis. In Gold oder in Blut. Ja, okay. Das macht Bis Sinn. Zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wer bist du? Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Wo ist unser Pferd? Ach, was soll's. Ich denke mal, wir gehen mal... Ne, ist gar kein Stein, weil ich gerade gedacht habe, oder? Doch. Oder nicht? Wartet mal. Nee. Nein. Vertan. Wir müssen runter zur Höhle. Hallo, Bär, haut doch nicht ab. Komm her. So, hier muss sie jetzt irgendwo sein. Wir sollten sie ja da treffen. Wo ist sie denn? Ihr seid gekommen. Die Draugr, die Namiras Heiligtum heimsuchen, sind drin. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Okay, also rein da, würde ich mal meinen. So, sind beide? Sehr gut. Attacke. Unten sind Draugr. Sie schmecken widerlich. Ach ja, es war ja die Bekloppte. Hallo. Ich brauche einen anderen Schrei. Stirb doch! Ach du meine Güte. Ah ne, das müsste ihrer sein. Okay, weiter. Wir sind eine Katze, aber wir sind trotzdem kein Kannibale. Du bist ziemlich kühl, wa? Ich werde im Sovngarde von euch singen. So, weiter. Deine Pause. Dachte ich mir. Oha, Falle, ich sehe schon. Warte mal. Und es trifft uns trotzdem. Aber nicht so viel. Hihi. Oha. Oha.
Pass auf, wo du mit deinem Feuer hin, geht voran. Zielt, junge Dame. Puh. Fall sehe ich gerade nichts. Was ja nicht heißt, dass da nichts ist. Okay. Wollte nur mal gucken. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt. Gut. Aber Freunde, ich würde mal sagen, im nächsten Part gehen wir mal hier durch. Für heute soll es das gewesen sein. Ich sage bis dann und ciao.